Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Konen. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer Gesprächsreihe, unserer erste. Und ich würde Sie gerne als erstes mit einer Frage konfrontieren. Wer von Ihnen hat oder hatte Vorbilder früher als Kind oder heute noch? Und ich gehöre nämlich zu einer Generation, die froh war, keine haben zu müssen, da wir Leitbilder hatten, an denen wir uns orientieren konnten. In der Schule gefiel mir die Leiden des jungen Werther, die Person des Edgar Vibeau. Der sagte, mein Vorbild ist Edgar Vibeau. Ich möchte einmal so werden, wie er werden wird. Aber selbstverständlich hatte ich Orientierung. Vielleicht nicht unbedingt, was ich werden wollte, ganz gewiss aber das sichere Gefühl, was ich nicht werden wollte. Nur kann es einem heute so vorkommen, dass die Gesellschaft den Jugendlichen über Sendeformate die falschen Leitbilder, die falschen Anreize, die falsche Orientierung vermittelt. Die Magersüchtigen aus Germany's Next Topmodel, aus DSDS, aus X-Factor oder Supertalent. Passe dich bis zur Unkenntlichkeit an, kopiere den Lifestyle von Showgrößen und simuliere nur glaubhaft Persönlichkeitskaraoke, dann kannst du etwas werden. Diese Sendungen produzieren nur einen Sieger, jede Menge Verlierer und setzen bei der Leistung nur auf Äußerlichkeiten. Vorbilder aber bestechen durch Inhalt und weniger durch ihre Verpackung. Ähnlich kommt es mir vor, wenn wir über Herausforderungen und Anforderungen, über die gerechten Chancen von Jugendlichen sprechen. Unversöhnlich stehen sich die Lager derer, die sich immer noch dem Begabungsglauben bis hin zur kruden Eugenik festklammern, gegenüber denen, die individuelle Förderung und heterogene Lernstrukturen zur Hebung der Potenziale jedes Einzelnen einfordern. Heute wollen wir über individuelle Erfahrung, zeitgemäße Strukturen und ernste Strategien sprechen. Über Chancengerechtigkeit, Leistungsanreize, Handlungsperspektiven und Spielräume. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, mir ein wenig zur Seite stehen, verspreche ich Ihnen, mit meinen beiden interessanten Gesprächspartnern den ernsthaften Versuch zu unternehmen, heute aus altbekannten Schablonendenken auszubrechen. Herzlich willkommen also noch einmal zu unserer ersten Diskussionsreihe Was ist der deutsche Traum? Vorbilder im Gespräch. Gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung haben wir diese Gesprächsreihe entwickelt und ich werde Sie heute Abend 90 Minuten durch diese Veranstaltung führen. Am Ende der Veranstaltung, nach unserer Diskussion, werden Sie auch die Möglichkeit bekommen, auch noch Fragen zu stellen an unsere Gesprächsgäste. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unsere Gäste sind und möchte Ihnen kurz erläutern, warum wir uns für diese Form der Diskussion entschieden haben. Wichtig war uns, von den üblichen Verdächtigen der immer gleichen Diskutanten und ihrer einseitig theoretischen Sicht wegzukommen. Ziel der Gesprächsreihe soll sein, einen ungewöhnlichen, aber dennoch alltäglichen und selbstverständlichen Einblick in das Miteinander der Kulturen in Deutschland zu geben. Oftmals wird in Diskussionen, die sich mit der grundsätzlichen Stellung und Haltung zu Migranten in Deutschland versuchen, das Trennende in den Vordergrund gestellt. Wir werden das Verbindende zusammensuchen. Dabei wird oft übersehen, dass Interkulturalität in unserer Gesellschaft von Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft nicht genügend Rechnung getragen wird. Im Rahmen der Reihe Was ist der deutsche Traum? Möchte ich mit Menschen sprechen, die aus den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Sport, Medien, öffentlicher Dienst und Bildung kommen. Wichtig ist mir hierbei der Aspekt, dass sich die Gesprächsgäste eine Vorbildfunktion im multikulturellen Zusammenleben erarbeitet haben und dass gerade in einer globalisierten Welt der multikulturelle Hintergrund eine Selbstverständlichkeit ist und dass Heterogenität keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung für unsere Gesellschaft ist. Wie alle guten Ideen ist das Konzept der Reihe sehr einfach. Es geht darum, einen Praktiker, in diesem Fall Frau Emmig heute Abend, mit dem berühmten Migrationshintergrund und einen Theoretiker, Frau Kleber, zu einem bestimmten Themenfeld zu befragen. Vorbilder stellt Menschen in den Fokus, die es in der zweiten oder dritten Generation der Zuwanderung nach Deutschland in exponierte Positionen geschafft haben
und deren Lebensweg sich dadurch auszeichnet, gerade weil oder trotz ihrer Herkunft etwas Besonderes erreicht haben. Nun geht es Ihnen bestimmt wie mir. Für mich war Integration eigentlich kein Thema und Heimat nie meine Frage. Aber seit die Debatte um Integration immer schärfere Züge annimmt, kann man sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen. Damit die gängigen Klischees einfach mal zurechtgerückt werden und es außer der eingetrommelten Wahrnehmung von Migranten auch Sichtweisen gibt, deshalb haben wir diese Reihe ins Leben gerufen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend zwei Gäste haben, die viel dazu sagen können. Ich möchte Ihnen zuerst meinen ersten Gast vorstellen, Dr. Scheder-Emek. Ist Richterin am Verwaltungsgericht und ist zurzeit Abgeordnete an das Bundesinnenministerium des Inneren. Die promovierte Juristin war bis 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht. 2007 wurde sie zur Richterin für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Niedersachsen ernannt. Dr. Scheder-Emek kommt aus Göttingen. Und das, meine Damen und Herren, ist auch schon das einzige Private, was man über Frau Emek im Internet findet. Sie ist wahrscheinlich die einzige sogenannte Vorzeigemigrantin, deren Biografie ausschließlich aus ihren beruflichen Tätigkeiten besteht. Was, wie ich weiß, von ihr weiß, auch von ihr so gewollt ist. Ich freue mich sehr, dass sie trotz ihrer Skepsis die Rolle des Vorbildes heute Abend einzunehmen zugesagt hat. Scheder-Emek hat Rechtswissenschaften in Göttingen und an der Universität von Nottingham studiert. Sie war Gastwissenschaftlerin in Ankara und hat an der Universität München zu Parteiverboten und europäische Menschenrechtskonventionen promoviert. Gerade ihre Fachkompetenz in diesem Bereich macht sie zu einer viel zitierten Juristin, zum Beispiel zum NPD-Verbotsverfahren. Mein zweiter Gast ist Frau Sigrid Kleber. Sie ist Staatssekretärin für Jugend und Familie in der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. Sie ist ausgebildete Sozialarbeiterin und arbeitete in der Jugendhilfe sowie in den Jugendämtern Kreuzberg, Wedding und Köpenick. Sie ist in Schwäbisch Gmünd aufgewachsen und lebt seit 1977 in Berlin. Trotz Aufstiegsbestrebungen finden sich Migranten und Migranten überdurchschnittlich häufig in den unteren sozialen Schichten wieder. Die Bildungsbiografie der meisten Migranten in Deutschland verläuft über zahlreiche Um- und Abwege. Frau Emek, es gibt Studien, die belegen, dass die Herkunft eines Menschen weiterhin der bestimmende Faktor für Aufstiegschancen in Deutschland ist. Wie war das zu Ihrer beruflichen Zeit, als Sie studiert haben? Haben Sie diese sogenannten gläsernen Decken auch mitbekommen? Wurden Ihnen Hürden in den Weg gelegt? Wie war das? Im Studium. Im Studium selber kann ich dazu sagen, nein, das war nicht der Fall. Also da war ich auch nicht die Einzige, sondern ich war in meinem Semester waren 10 Studentinnen und Studenten, die türkischen Hintergrund hatten und zahlreiche andere, die ausländischen Hintergrund hatten. Das ist dann im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit leider immer weniger geworden, aber im Studium selber nicht. Kann ich jetzt nicht so sagen. Wie war es in der Schulzeit? Also Sie haben ja türkische Eltern, Akademikereltern, muss man sagen. Das heißt, Ihr Schulweg war ja auch anders. Ja, also ich muss auch da wieder sagen, ich hatte das Glück, dass ich zu Hause gefördert worden bin, dass ich Eltern hatte, denen Bildung sehr wichtig war, die aber selbst auch einen Bildungshintergrund hatten. Also ich hatte keinen schwierigen Start ins Leben, muss man ganz offen sagen. Auch in der Schulzeit, Göttingen ist eine sehr offene Universitätsstadt, hatte ich keine Schwierigkeiten. Also ich kann sagen, bis zum Start meiner Berufsstart als Richterin habe ich das selbst gar nicht so wahrgenommen, dass ich ausländische Wurzeln, klar, ich spreche türkisch, meine Eltern sind türkisch, aber ich habe es nicht als etwas Bewusstes wahrgenommen. Mhm. Und später im beruflichen Leben? Als Sie dann fertig waren mit dem Studium? Da sind mir auch keine großen Hürden
in den Weg gelegt worden. Ich habe es aber natürlich immer wieder gemerkt, dass mein Gegenüber etwas erstaunt war, mich zu sehen. Also ich denke da zum Beispiel an die erste Situation, wo ich es wahrgenommen habe, war, Richter werden vereidigt am allerersten Arbeitstag. Da bin ich ins Gericht gekommen, man kannte mich da natürlich nicht. Und der Wachtmeister, der da Aufsicht führte, hat mich gefragt, ich habe gesagt, ich habe einen Termin bei der Präsidentin. Und der hat natürlich als erstes offenbar assoziiert, das ist eine Dolmetscherin, die vereidigt wird. Und er hat mich gefragt, kommen Sie zum Dolmetschen? Weil er sich das offenbar noch nicht vorstellen konnte, das muss man auch verstehen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich komme nicht zum Dolmetschen, ich habe meinen Vereidigungstermin heute als Richterin. Solche Momente habe ich öfter gehabt. Ich lege es aber so aus, dass die Menschen eben noch nicht so konfrontiert sind mit Menschen meines Standes in dem Berufsstand. Man möchte Ihnen ja auch gar keinen Vorwurf machen, das ist ja auch noch etwas sehr Ungewöhnliches. Ja. Wir sind ja auch erst die zweite Generation. Wahrscheinlich die Träume unserer Eltern waren noch ein bisschen anders ausgelegt, nämlich ein paar Jahre hier in Deutschland zu arbeiten und dann genügend Geld verdient zu haben, um sich dann ein Haus in der Türkei bauen zu können. Also es war ja nicht gedacht, dass unsere Eltern hier bleiben. Sie haben also sozusagen als Arbeitsmigranten hier gearbeitet und gelebt. Und die zweite Generation, Scheda, und jetzt natürlich auch die dritte Generation, die haben natürlich andere Träume. Frau Kleber, wie kann es die Politik schaffen? Wie kann es die Gesellschaft schaffen, dass man irgendwann nicht mehr verwundert darüber ist, dass eine Scheda Emek zur Vereidigung ins Gericht kommt, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, wie es zum Beispiel auch in Amerika ist? Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel, dem wir alle nachstreben sollten, dass es wirklich eine Selbstverständlichkeit ist und dass die inneren Bilder nicht genau das produzieren, dass letztlich das Bild der Arbeitsmigration und damit auch in der gesellschaftlichen Werteskala oder Hierarchieskala jedenfalls das nicht assoziativ Migration oben angesetzt wird. Das müssen wir erreichen und dazu braucht es aus meiner Sicht wirklich Förderung durch staatliches Handeln. Das heißt, einerseits in eine Wertebildung hineinzuwirken durch zum Beispiel, wie wir es hier in Berlin haben, unser Integrations- und Partizipationsgesetz, also ein Gesetz, das die interkulturelle Öffnung als ein Prinzip der öffentlichen Verwaltung festschreibt und gesetzlich verankert, auch darin zum Beispiel sagt, Migranten, also in Bewerbungssituationen, Migranten mit gleicher oder mit geforderter Qualifikation sind ausdrücklich erwünscht. Also das sind Aspekte, die kann man nicht sagen, die wirken nicht sofort, aber die sind auch so eine Art Hefe, die den Kuchen groß machen. Also das heißt, damit wird Meinungsbildung und eine Haltung der Gesellschaft mitgeprägt. Und das sind sehr, sehr wichtige Aspekte, die dazu beitragen. Nun haben meine Recherchen ergeben, dass die Migrantenquote im öffentlichen Dienst gerade mal 10% beträgt. Der Bundesdurchschnitt hat aber mittlerweile jeder vierte bis fünfte einen Migrationshintergrund. Und eigentlich müssten doch dementsprechend 20-25% der Beschäftigten im öffentlichen Dienst einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und haben nicht gerade die Verwaltung und auch der öffentliche Dienst die Verantwortung, ein Spiegelbild der Gesellschaft, in der wir leben, auch zu repräsentieren? Und müsste es nicht ganz normal sein, dass wenn ich in ein deutsches Amt gehe, um meinen Pass zu beantragen, dort auch jemand sitzen kann, der einen Migrationshintergrund hat, was mir übrigens noch nie passiert ist? Nee. Und gerade natürlich bei der Wirtschaft ist es schwierig, der freien Wirtschaft das aufzuerlegen. Man versucht es ja mit so einer weichen Quote, mit so einem freiwilligen Quote. Wobei wir auch gleich nochmal über die Quote sprechen werden, was im öffentlichen Dienst angeht. Aber hat nicht gerade der öffentliche Dienst und die Vorbildfunktion genau die Gesellschaft, in der wir leben, widerzuspiegeln? Und eine letzte Frage, vielleicht können Sie das irgendwie in den Zusammenhang.
Gibt es zu wenige Bewerber oder gibt es zu wenige Einstellungen? Also an der von Ihnen beschriebenen Situation sieht man, wir befinden uns noch auf dem Weg. In der Tat entspricht die Migrantenquote in der öffentlichen Verwaltung nicht dem Bevölkerungsanteil. Das ist völlig klar. Und daran gilt es zu arbeiten. Wie gesagt, ein Integrations- und Partizipationsgesetz zu haben, ist eine Grundlage dafür, die genau diesen Weg befördern soll. Und hier in Berlin haben wir in der Tat die Situation, dass wir in den letzten Jahren generell sehr, sehr wenig im öffentlichen Dienst Personal besetzen konnten. Das heißt, wir sind seit 12 Jahren im Personalabbau und der geht auch eben natürlich nicht abrupt vonstatten, sondern allmählich. Wir werden jetzt in den nächsten Jahren, und deshalb ist es gerade so wichtig, das jetzt vorzubereiten und die Grundlagen dafür zu schaffen, weil jetzt beginnt die Welle des altersbedingten Ausscheidens in der öffentlichen Verwaltung. Und das heißt, es wird nachbesetzt werden. Und da kommt es jetzt darauf an, dass wir einerseits in der Tat geeignete Bewerberinnen und Bewerber finden. Das heißt, da kommen wir sicher auch noch mal dazu. Wie ist die Förderung der Ausbildungssituation? Wie machen wir bekannt, was es für unterschiedliche Berufsmöglichkeiten überhaupt gibt und wie fördern wir diese? Und aber, also Bewerbersituation, aber eben dann auch die Bereitschaft und die innere Haltung. Und da sage ich ganz klar, ja, der öffentliche Dienst soll und muss eine Vorbildfunktion darin wahrnehmen, eine Bereitschaft auch dieses, also die gesellschaftliche Realität auch in der Verwaltung abzubilden. Viel diskutiert, der demografische Wandel, der wird sich sicherlich auch im öffentlichen Dienst in einigen Jahren bemerkbar machen. Es wird eine Bugwelle geben, wo die 55-Jährigen jetzt irgendwann in Pension gehen und dann stehen sie da. Wird denn jetzt ausreichend eingestellt? Oder Sie sprachen ja gerade von dem Einstellungsstopp. Und wirken Sie da schon gegen diesen demografischen Wandel? Oder sagt man sich in der Politik, naja, was jetzt noch nicht ist, was interessieren mich die Probleme von 10 Jahren? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das? Also wir befinden uns in der öffentlichen Verwaltung noch gerade an, also hier in Berlin, an der Schwelle. Das heißt, es läuft jetzt aus, dass wir im Laufe dieser Legislaturperiode an die Zielzahl der 100.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst angekommen sein werden und gleichzeitig eben wie gesagt, dass das altersbedingte Ausscheiden einsetzt und dann dann setzt es ein, dass nachbesetzt werden muss. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir, sagen wir mal, alles, was, wie Sie es gesagt haben, ich komme auch aus einer bildungsorientierten Familie und habe deshalb gute Voraussetzungen gehabt, das haben nicht oder die Mehrzahl der Migranten, die hierher gekommen sind, haben eben genau nicht diese Voraussetzungen. Das heißt, dort auch Nachteilsausgleiche, also dafür tätig zu sein, angefangen von der Kita in die Grundschule, in die Oberschule, um dann in Ausbildungssituationen so zu vermitteln, dass wir unseren ja jetzt schon eklatanten Fachkräftemangel, der ja jetzt schon sichtbar ist, durch alle, die hier in dieser Gesellschaft leben, dann auch ihnen individuell eine Perspektive, aber eben auch für die Gesellschaft eine, die Notwendigkeit an Fachkräften, gerade auch in einer alternden Gesellschaft dann befriedigen zu können. Die Perspektiven sind natürlich auch gerade, wenn es um die Migranten geht, die aus den bildungsfernen Familien stammen, die wollen wir erreichen. Wir wollen ja, dass alle Kinder, egal welchen sozialen Status sie haben, das können übrigens auch deutsche Kinder sein, müssen nicht immer nur Migrantenkinder sein, alle die gleichen Chancen haben, alle die gleiche Bildungsmöglichkeit haben und perspektivisch. Und ich weiß von dir, Shada, dass du es prinzipiell ablehnst, durch die Medien zu tingeln, Interviews zu geben, sozusagen als Vorbildfunktion, als Role Model
dich zu präsentieren, eine große Ausnahme bei den türkischen Migranten. Na doch, da gibt es aber einige, die sich mehr präsentieren. Und bei unserem Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du aber auch mit deinen Studenten gesprochen hast und dass genau die Studenten Grund dafür waren, dass du ein wenig zumindest deine Meinung geändert hast und du auch dir deiner Vorbildfunktion bewusst bist. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Ja, nicht nur meine Studenten, sondern eigentlich auch das Faktum, dass ich plötzlich in einem absoluten Vakuum war. Also das war mir vorher gar nicht so bewusst. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber weder in der Schule noch an der Universität noch im Referendariat war ich die einzige Person mit ausländischen Wurzeln. Das ist schlagartig anders geworden, als ich in die Gerichtsbarkeit kam. Da war noch nicht mal eine Schreibkraft mit ausländischem Hintergrund oder Wurzeln. Das hat sich ganz merkwürdig angefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das spiegelte nicht wieder das Leben auf der Straße und mein Leben bisher. Und es fühlte sich, also es war auf der, ich fühlte mich manchmal etwas in Entwicklungsarbeit, also dass ich Sachen erklären musste, die ich vorher nie habe erklären müssen, weil es offenbar den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, unbekannt war. Und es ist mir eigentlich auch unangenehm gewesen, weil ich da quasi ganz alleine stand. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn da vorher schon mal jemand die Arbeit geleistet hätte und ich da angefangen hätte zu arbeiten. Das ist ein Aspekt gewesen, also dass ich gedacht habe, das kann jetzt nicht wahr sein. Also das Leben auf der Straße oder das Alltagsleben ist ganz anders als wie hier am Gericht oder in der Gerichtsbarkeit. Aber auch die Studenten, das stimmt, die haben mehrfach geäußert, tun sie immer noch, dass sie es toll finden, wenn sie sehen, dass es jemand so weit gebracht hat. Das war mir vorher nie so klar, also diese Vorbildfunktion. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, warum ist das eigentlich so und was kann man dagegen machen? Also was Sie gesagt haben mit Einstellungspolitiken, das ist sehr richtig. Ich denke, man muss auch fördern und gucken, welche Stärken haben Leute, die sich bewerben. Kann man Schwächen gegebenenfalls nachbessern? Kann man da nachhelfen oder kann man die ausgleichen? Das sind, glaube ich, Aspekte, die man bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst so vor Augen haben muss, wenn man denn eine gewisse Vielfalt will. Es ist ja auch so, dass Migranten sich sehr selten für den öffentlichen Dienst bewerben oder auch. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, es gibt keine Zahlen darüber. Das eine bedingt sicherlich das andere. Es ist sicherlich kein Berufsfeld, das klassisch ist, aber ich glaube nicht, dass die sich sehr selten bewerben, also dass es zu wenige Bewerber gibt. Ich weiß es aber nicht. Also da kann ich zu nichts Gesichertes zu sagen. Ich kann da hinzufügen, ich habe ja jetzt auch in Vorbereitung des heutigen Abends bei mir im Hause recherchiert, wie viel Migranten mit großem I haben wir denn bei uns in der Verwaltung? Und da wurde mir dann erklärt, nein, das wird nicht erhoben. Das Merkmal Migrationshintergrund wird nicht erhoben, deswegen kann keine Aussage dazu getroffen werden. Dann kann man darüber nachdenken, ist das jetzt richtig oder falsch, dass es nicht erhoben wird? Also die eine Erklärung ist ja, das ist ja schon ein diskriminierendes Element, das nun zu erheben. Abgesehen davon ist ja die Frage der Abgrenzungen sehr, sehr schwierig. Was erhebt man denn darin? Und andererseits hat man dann keine Aussagen darüber, keine verlässlichen, sondern es sind dann Eindrücke, die ich jetzt beschreiben würde. Ich war ja vor meiner jetzigen Funktion im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg tätig. Da war in den letzten Jahren auch nur über Ausbildungsverhältnisse ein bestimmtes Kontingent an Auszubildenden der öffentlichen Verwaltung ist dort. Da waren schon die Hälfte, die dann einen Ausbildungsplatz bekommen haben, waren Migrantinnen immer mit großem I. Also beides. Und es gibt sicher Bezirke, wo das gar nicht der Fall ist. Das ist sicher auch in der Stadt unterschiedlich. Aber es ist, ich würde es jetzt nicht so beschreiben, dass wir gänzlich also eine Situation haben, dort in einer Bewerbungssituation schon die Stecknadel aus dem Heuhaufen suchen zu müssen. So würde ich das nicht wahrnehmen. Und
je mehr das einsetzt, dass auch eine Erfolgsaussicht im öffentlichen Dienst da ist, denke ich, wird es auch mehr Bewerbungssituationen geben. Ja, das heißt ja dann wieder, dass Sie es dann wieder ein wenig dem Zufall überlassen, ob die Jugendlichen sich jetzt nach der Schule bewerben oder nicht für den öffentlichen Dienst. Und genau darum geht es ja letztendlich, wie kann man die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, wenn es denn jetzt zu wenig sind oder wenn es mehr sein könnten im öffentlichen Dienst, motivieren, sich für den öffentlichen Dienst, für die Verwaltung zu bewerben. Meine Recherchen in meinem Umfeld haben ergeben, ich habe ein bisschen privat recherchiert, dass die meisten gesagt haben, also fast ausschließlich alle gesagt haben, nee, im öffentlichen Dienst, da möchte ich gar nicht arbeiten, ich möchte gerne studieren, Ärztin werden oder Rechtsanwältin werden, aber alles, was so im Staatsdienst ist, da habe ich auch so ein bisschen so ein Misstrauen durchgehört. Können Sie sich das erklären? Also ob das Misstrauen ist, das mag vielleicht bei deiner Recherche herausgekommen sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass zahlreiche Jugendliche auch gar nicht wissen, das ist jetzt gar nicht migrationsbezogen, gar nicht wissen, welche Berufsfelder im öffentlichen Dienst existieren. Es wird ihnen auch häufig zu Hause nicht vorgelebt, weil die Eltern dort nicht arbeiten, viele Menschen in ihrem Bekanntenkreis dort nicht arbeiten. Und ich denke, dass man einfach gezielt diesen Kindern diese Berufsfelder auch darlegen muss, ob nun in der Schule oder durch Partnerschaften oder Paten, ich weiß nicht wie, aber man muss eben diesen Kindern sagen, es klingt nicht sexy, Verwaltungswirtin oder Verwaltungsfachangestellte. Das klingt jetzt nicht so wie Rechtsanwältin oder Ärztin oder was auch immer, aber Fakt ist, Menschen arbeiten in diesen Berufen, das ist ein Beruf und Kinder und Jugendlichen müsste dargelegt werden, dass es diese Optionen gibt. Wenn sie die nicht wahrnehmen, dann ist das ihre Sache. Aber man muss eben das überbrücken, dass sie es in ihrem persönlichen Umfeld nicht wahrnehmen, weil die Eltern dort nicht arbeiten oder die Brüder und Schwestern oder Verwandten oder wer auch immer. Wie kann man das machen? Also erstmal würde ich auch noch mal bestätigen, man muss irgendwie einen Anknüpfungspunkt finden, warum man als junger Mensch sagen sollte, Verwaltung interessiert mich. Also da gibt es schon spezielle Zugänge dann bestimmte, ob das technisches Verständnis ist, bildnerisches Gestalten. Also es gibt solche Zugänge dann auch, wo man sagt, aha, ja, da produziert die öffentliche Verwaltung eine Dienstleistung, die wichtig und wesentlich ist und daran möchte ich mittun. Also so eine individuelle Motivation, ob jetzt bei Menschen oder jungen Menschen mit Migrationshintergrund oder nicht, also überall ist das nicht besonders wo alle gleich sagen, ja, da bin ich die Erste. Aber das zu liefern, diese Berufsbilder, die es gibt, nehme ich dann auch von allen Berufsbildern, es gibt Architekten im öffentlichen Dienst oder Architekten wohl eher nicht, aber in der Stadtentwicklungsverwaltung gibt es sehr viel auch Fachkräfte oder bei uns im Haus, die Lehrerinnen und Lehrer sind auch Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. Ich war Sozialarbeiterin in der öffentlichen Jugendhilfe. Also das sind auch alles Berufsfelder, die da sind und die wirklich vermittelt werden müssen. Und also an sich ist der öffentliche Dienst ja mit seinen Sicherheiten und mit seinem ja auch nicht schlechten Rahmenbedingungen etwas, was in einer so ungesicherten Welt, wie sie heute ja ist und die Arbeitsverhältnisse ja häufig sehr, sehr von der zeitlichen Befristung bis auch zu der Bezahlung nicht gerade als immer attraktiv gelten können, da ist der öffentliche Dienst schon eine feste Bank, den, muss ich sagen, man auch jedem empfehlen kann, das anzustreben. Was eigentlich auch so ein bisschen zumindest den türkischen Migranten ein wenig entspricht, nämlich ein wenig konservativ, Sicherheitsdenken, Haus bauen, Familie gründen, passt ja eigentlich sehr schön da rein. Wäre es nicht eine Maßnahme, Sie als sozusagen als öffentlicher Dienst, als Verwaltung in die Schulen zu gehen, in die Abschlussklassen in Berlin zu gehen und zu sagen, so liebe Jugendlichen, ihr macht jetzt hier bald euren Abschluss,
10. Klasse, 12. Klasse, 13. Klasse, was auch immer, mittlere Reife, Abitur. Und wir haben verschiedene Berufsfelder und das sozusagen, wie ich es aus meiner Jugend noch kenne, das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes, wo man dann hingegangen ist und sich dann erstmal auf diesen ganzen komischen Disketten anschauen konnte, welche Berufe man dann erlernen kann. Also das gibt es ja mittlerweile ja auch modern. Und kann man denn da nicht viel, natürlich Eigenleistung ist auch wichtig, aber kann man nicht da noch in die Klassen reingehen, zu den Jugendlichen hingehen und sagen, das gibt's bei uns, das könnt ihr bei uns werden. Ist das nicht auch ein wenig Aufgabe des öffentlichen Nicht Dienstes? Nur ein wenig, das ist die Aufgabe. Und der Bereich Berufsorientierung findet in der Schule auch statt, schon in der 7., 8. Klasse, in der es auch diesen Bereich gibt, vierwöchige Praktikas zu machen, wo man hineinschnuppern kann in Bereiche. Das ist manchmal nicht ganz einfach, dass man immer das findet, was man, wo man sagt, das interessiert mich, weil auch nicht immer alle Praxisstellen nun sofort gewillt sind, jemand für 4 Wochen aufzunehmen. Also das findet in der Form statt und dann später auch noch vor Beendigung dann der Schulzeit die berufsorientierende Phase, um auch dort Berufswege und auch also die Ausdifferenzierung der Berufe ist ja heute sehr, sehr weit gediehen. Das heißt, man muss sich wirklich damit beschäftigen ein Stück weit und vielfach hört man ja auch, es ist immer noch so, dass die Kfz-Mechaniker und Friseurin immer noch die Grundberufe sind, obwohl man ja sagen muss, Friseurinnen gibt es erstens schon so viele und zweitens ist es ja, also von der Entlohnung, also ist es ja eigentlich überhaupt kein attraktiver Beruf, das ist ja immer am Mindestlohn entlang und trotzdem sind damit, ich glaube, ja, so bestimmte Bilder verbunden, die sich so, und das auszudifferenzieren ist Aufgabe der Schule. Aber darüber hinaus kümmern wir uns auch sehr, junge Menschen für pädagogische Berufe zu interessieren. Also was auch spezifisch mein Haus fördert und es dort auch ein Netzwerk entstanden ist, gerade im Migrantenbereich Menschen zu finden, die wiederum in die Schule hineinwirken, um zu sagen, ja, Lehrer, Lehrerin zu werden, ist etwas Attraktives, hat eine auch eine innere Sinngebung und aber eben auch andere pädagogische Berufe, Erzieherin, Erzieher und Sozialarbeiter, also all diese Bereiche zu befördern, das ist Aufgabe der Schule und auch Netzwerke und da tun ja viele, also Stiftungen mit, die Hertie-Stiftung fördert das und andere auch, also das heißt, da brauchen wir auch, um Eltern dann mitzugewinnen, die sagen, probier doch auch mal was aus, weil es funktioniert nur, wenn nicht nur die Schule alleine, sondern in einem Kontakt mit den Elternhäusern, dann solche Motivationen, neugierig zu sein, was kennenzulernen, dann auch gefördert werden. Oder eben über Vorbilder. Ja, da ist eben ein Stichwort gefallen, Netzwerke. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also wenn man eben das nicht vorgelebt bekommt im eigenen Elternhaus, dass der Vater zur Bank geht und dort arbeitet und die Mutter vielleicht im Jugendamt arbeitet oder wo auch immer, dann braucht man eben ein Netzwerk oder Menschen, die einem helfen und sagen, hier die und die Möglichkeiten gibt es. Und der Jugendliche muss auch in der Lage sein zu fragen, wie werde ich das denn eigentlich? Also was muss ich machen, um da ranzukommen an diesen Job? Ich glaube, das ist so eine Klippe, die man hieven muss, so ein bisschen auch. Ich würde gerne noch mal auf die Vorbildfunktion kommen, die du ja nicht magst. Nein. Und ich würde gerne das Wort Bilder, was Sie gerade genannt haben, benutzen, um dich zu fragen, welche Bilder hattest du denn im Kopf, als du in der Schule warst? Du bist jetzt im öffentlichen Dienst, du bist Richterin, eine große Ausnahme. Ist das das, was du wolltest? Ist es das, was du diese Bilder im Kopf hattest? Oder hattest du eigentlich ursprünglich einen ganz anderen Berufswunsch und das ist ganz zufällig entstanden? Ja, eher Letzteres. Also
Ich wollte immer Diplomatin werden. Das waren so meine Vorbilder. Ich habe auch fleißig Sprachen gebüffelt. Als ich dann meine Doktorarbeit erstellt habe im Völkerrecht, habe ich festgestellt, dass man ja alle 3 Jahre verschickt werden kann in irgendein Land, wenn man beim Auswärtigen Amt arbeitet. Das fand ich immer sehr erstrebenswert. Ich musste aber feststellen, dass es auch durchaus mal Länder sein können, in denen man 3 Jahre seines Lebens verbringt, zu denen man keinen großen Bezug hat, in die man vielleicht mal ein paar Wochen fahren kann. Aber das war dann nicht mehr so erstrebenswert. Und dann habe ich halt überlegt, ja, was kann ich denn dann im öffentlichen Recht machen, im öffentlichen Bereich, was ich halt von Haus aus gelernt habe. Und so bin ich an die Richterei dann gekommen. Und kontaktieren dich türkische Migranten? Und sehen dich als Vorbild, schreiben dir, wollen vielleicht Hilfe, Unterstützung? Also kontaktieren ist etwas schwierig als Richterin, da ich eine gewisse Distanz halten muss, berufsbedingt. Also es gibt schon immer mal wieder Anfragen, aber du hast ja eben schon richtig herausgestellt. In der ersten Zeit meiner Berufstätigkeit habe ich immer gedacht, also die erfolgreiche Migrantin, der erfolgreiche Migrant, warum muss das sein? Das sehe ich immer noch so. Ich denke, dass das eigentlich etwas ist, womit wir uns belügen. Also warum stellen wir einige wenige auf ein Podest und überlegen und gucken nicht, wie viele um uns herum doch auch Ähnliches tun, aber nicht auf dem Podest stehen? Ich kam mir, das habe ich dir ja auch gesagt, am Anfang etwas vor wie ein Zirkuspferd, das vorgeführt wird. Und das fand ich nicht so schön. Und deswegen habe ich mich auch eher zurückgenommen. Ich sehe aber ein, dass wir etwas bewirken müssen, etwas tun müssen in unserer Gesellschaft, wenn wir wollen, dass der öffentliche Dienst zumindest ein bisschen widerspiegelt, was in unserem Alltag los ist. Also sind wir gar nicht so wenige, wie immer so getan wird. Also sind es gar keine Ausnahmen? Also es sind mittlerweile mehr als vor 10 Jahren, würde ich sagen, und in bestimmten Berufsfeldern auch mehr als in anderen. Lehramt ist, glaube ich, ein Berufsfeld, was gefördert wird. Polizei ist ein Berufsfeld, wo man immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund findet. Die Gerichtsbarkeit ist das nicht. Bundesbehörden auch eher weniger. Es gibt Felder, wo wir noch mehr tun müssen. Polizei, Lehrer, Altenpflege, sehr viele mit Migrationshintergrund. Wir haben noch keinen Bürgermeister, eine Richterin. Kommt noch, sicherlich. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen in wichtigen Entscheidungspositionen im öffentlichen Dienst Migrationshintergrund haben und dass das ganz normal ist. Also, dass man nicht mehr darüber sprechen muss, dass jemand ausländische Wurzeln hat, aber seinen Beruf ausübt. Also, das, nichts anderes ist das. Das hat diese Person studiert oder gelernt und sie übt einfach nur ihren Beruf aus. Aber ist es wirklich so einfach? Kann man einfach sich hinsetzen, Frau Kleber, auch die Frage an Sie, und sagen, ja, ich habe den Migrationshintergrund, kann ich jetzt nun mal nicht ändern, aber ich bin jetzt Richterin, ich bin jetzt Ärztin, ich bin Journalistin und ich mache jetzt meinen Beruf. Ist man nicht trotzdem ständig Vorurteilen und Klischees ausgesetzt, manchmal sogar auch Anfeindungen? Also ich will sagen, bevor es selbstverständlich geworden sein wird, bin ich der festen Überzeugung, es braucht wirklich diese Vorbilder, die auch das mit dem Vorbild verbundenen Botschaft in die Gesellschaft hineintragen. Ich halte das für außerordentlich wichtig, damit es selbstverständlicher werden kann, weil bei uns hier, die auch die Berliner Wahrnehmung eben noch zu wenig heißt, dass Migration mit der Frage sozialer Schichtung zunächst mal gar nichts zu tun hat. Also Migrant zu sein, kennzeichnet sich nicht zwingend davon, aus einer bildungsferneren oder bildungsorientierteren. Migrant kann man durch unterschiedlichste Umstände werden. Und das
ist, sagen wir mal, etwas eine multikulturelle Gesellschaft zu haben, wo eben die unterschiedlichen Herkünfte sich über alle sozialen Schichten ziehen. Das ist ja das Anstrebenswerte, dass das nicht mehr sozusagen einem bestimmten sozialen Teil zugeordnet wird. Und dann wird es selbstverständlicher. Da sind wir aber noch nicht. Und deshalb, um sozusagen alle Fragen der Diskriminierungsaspekte zurücknehmen oder zurückdrängen zu können, braucht es aus meiner Sicht die Vorbilder und auch die Förderung der Leistungsorientierten und auch darüber etwas in die Gesellschaft hineinzutransportieren. Das halte ich für unbedingt notwendig. Aber warum diskutieren wir im Jahr 2012 immer noch nach 50 Jahren, 60 Jahren Einwanderung immer nur die negativen Beispiele? Wenn du sagst, wir sind gar nicht mehr so wenige, ist es vielleicht doch die Angst der Mehrheitsgesellschaft, die Angst vor Überfremdung? Das weiß ich nicht, das kann ich so nicht sagen. Ich nehme nur wahr, das Beispiel, das ich eingangs gebracht habe mit meinem ersten Arbeitstag, dass eben noch ein gewisses Bild haften ist bei den Menschen, dass es das bisher noch nicht gab und sie sich das einfach nicht vorstellen können. Das ist bei einigen Menschen immer noch so und ich glaube, solange wir das nicht überbrücken können oder überbrückt haben, tritt auch keine Normalität ein, so wie wir sie uns wünschen. Und von daher denke ich, dass wir eben daran arbeiten müssen, indem wir immer mehr Menschen Möglichkeiten geben, an diesen Positionen zu arbeiten. Ich weiß nicht, ob man das immer unter dem Aspekt Diskriminierung und Anfeindung diskutieren müssen. Es gibt sehr viele Menschen auch im öffentlichen Dienst, aber es gibt noch nicht genug. Und es gibt vor allen Dingen noch nicht genug in verschiedenen Berufsfeldern. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Berufsfelder sind, in denen Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten. Hm. Vergangenes Jahr gab es eine Studie, die belegt hat, dass mehr türkische Migranten ausgewandert sind aus Deutschland, als sie eingewandert sind. Das heißt, viele Migranten mit türkischem Migrationshintergrund, die hier in Deutschland geboren sind, größtenteils geboren sind, hier studiert haben an deutschen Universitäten und nach dem Studium einfach vierfach, fünffach so viele Bewerbungen schreiben mussten wie ihre urdeutschen Kommilitonen und trotzdem keinen adäquaten Job bekommen haben, die dann irgendwann resigniert haben und dann zurück in das Heimatland ihrer Eltern gegangen sind. Es ist ja nicht mal ihr Heimatland, sondern sind in die Türkei, um dort ihr Glück zu versuchen. Sind das aber dann nicht Anzeichen dafür, dass man sich als Migrant anstrengen kann, wie man will, und dass dann doch irgendwann die gläserne Decke kommt und man nicht weiterkommt aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner ethnischen oder religiösen Herkunft? Und zweite Frage, wie kann man erreichen, dass es keine Rolle mehr spielt, woher man kommt? Ja, also erstmal, es spielt eine Rolle. Das haben ja verschiedene Studien belegt, dass Bewerbungssituationen, die Frage von Vorsortierungen und damit häufiger sich bewerben zu müssen und dass auch sozusagen entsprechende Vergleiche der Leistungs- und Eignungsvoraussetzungen für eine bestimmte Stelle, dass es dort diese Unterschiede gibt, die ja immer etwas damit zu tun haben, was für Zuschreibungen man der Person gibt. Und das sind weiche Faktoren, die man gar nicht so richtig benennen kann, aber das kann mit hat Verhaltensweisen, die nicht in unser Team passen könnten, hat letztlich vielleicht doch im Sprachverständnis nicht den Tiefgang, dass die Kommunikation mit unseren Kunden so und so funktionieren könnte, kann Verlässlichkeitsfragen, also alles Mögliche berühren und dann, also ist es einfach, es klickert im Kopf. So, dass man sagt, ja, ich gucke erstmal unter den Deutschen. Dann könnte man sagen, naja, mit dem Fachkräftemangel wird sich das erledigen und alle werden händeringend danach gucken, dass sie gut ausgebildetes Personal kommen und diese Frage tritt in den Hintergrund. Das
meine ich auch, kann diesen Prozess positiv befördern, weil alle dann Erfahrungen machen in diesen Positionen und ganz konkret merken, was sind das für Menschen und dass diese Ängste, Meinungsbildungen und so weiter unbegründet sind. Und das braucht es. Es braucht mehr solche Erfahrungen. Das merkt, ja, ich merke gar nicht mehr, dass hier ein Mensch mit Migrationshintergrund mit mir zusammenarbeitet. Eine kurze Anmerkung, Fachkräftemangel, sagen Sie, wir haben ja schon den Fachkräftemangel in Deutschland, trotzdem gibt es immer noch keine Reformierung der ausländischen Berufsabschlüsse. Also das ist doch letztendlich, also man auf der einen Seite bemängelt man und jammert man über den Fachkräftemangel und auf der anderen Seite wird politisch natürlich auch, was die Abschlüsse der Migranten angeht, der ausländischen Abschlüsse angeht, auch nicht, gerade jetzt nicht mit Hochdruck dran gearbeitet. Aber was nützt denn eine Quote? Was nützt es, wenn man immer wieder versucht, egal jetzt als Einzelner oder auch als Politik und Gesellschaft, wenn sich das Ganze nicht bewegt, wenn man immer wieder auf diese Feindbilder hereinfällt, wenn immer wieder was aufkocht, dass man... glauben Sie, dass man da entgegenwirken kann? Auf der einen Seite die emotionale Zurückweisung, die Migranten erleben, und auf der anderen Seite die Politik natürlich, die auch daran interessiert ist, dass man sie fördert, weil eben durch den demografischen Wandel, wie kann man das zusammenbringen? Vielleicht die Frage an dich. Ja, ich habe eben vorhin gesagt, ich möchte nicht daran glauben, dass es immer eine bewusste Entscheidung ist von den Personen, die das Personal aussuchen. Ja? Das muss nicht immer eine bewusste Entscheidung gegen den Bewerber sein. Wofür ich aber sehr stark plädiere, ist also im Sinne von Diskriminierung oder Anfeindung. Was ich aber denke, ist, dass man das Bewusstsein bei diesen Menschen schärfen muss, dass sie genau gucken müssen bei Menschen mit ausländischen Bewerbungen, ob der in Betracht kommt. Und das muss man vielleicht auch insofern machen, in der Art machen, wie man es früher bei der Frauenförderung gemacht hat. Also, dass man sie quasi zwingt, bewusst zu sagen, warum entscheiden wir uns. Man kann natürlich alles so begründen, wie Sie das eben gesagt haben. Man kann für alles eine perfekte Begründung finden. Aber man muss eben Wege und Mechanismen finden, um den Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund eine Chance zu geben beim Bewerbungsverfahren. Und deswegen denke ich, dass man, ich weiß nicht, ob Quote, aber zumindest muss eine gewisse, es muss da stehen, Menschen mit Migrationshintergrund, Bewerbung von Menschen mit Migrationshintergrund werden besonders begrüßt und werden besonders gewürdigt auch. Ja? Also wie man das früher auch oder immer noch bei der Frauenförderung macht, anders geht es, glaube ich, nicht. Also man braucht solche Mechanismen. Ich habe noch in Erinnerung in den 80er Jahren, als die Grünen sozusagen erfolgreich wurden, kamen ja die ganzen Umweltministerien und deren Kompetenz bestand darin, Schäden zu registrieren und Lärm, Wasser, Luft. Und die Kompetenzen in diesen Umweltministerien sind bei den Finanzen, bei der Wirtschaft, beim Bauen sozusagen übergreifend gewesen. Und ich habe das mal ein bisschen verglichen, diese Umweltministerien aus den 80er Jahren mit den Integrationsministerien heute. Und müsste es denn nicht so sein, dass gerade die Integrationsministerien, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Integrationsministerien ein bisschen eine Alibi-Funktion haben und dass die Minister oder auch die Senatoren, die diese Posten innehaben, wenig Handlungsspielräume haben und dass es ein wenig nur eigentlich darum geht, zu beruhigen und zu sagen, wir machen jetzt was, wir haben jetzt was, nehmen Sie den Integrationsgipfel oder auch die Islamkonferenz, das sind natürlich alles Veranstaltungen, wo man sich danach fragt, naja, was hat es denn jetzt letztendlich gebracht und müssten denn die Kompetenzen gerade der Integrationsminister oder Ministerien nicht darin legen, dass sie mit allen Ministerien und ganz besonders was Bildung angeht und Soziales angeht und aber auch ganz besonders auch Finanzen angeht, weil letztendlich geht es ja darum, mehr in Bildung zu stecken, viel mehr in Bildung zu stecken, dass gerade die sozial benachteiligten Jugendlichen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, überhaupt eine Chance haben. Ja, also dazu
würde ich sagen, erstmal ist ein Integrationsministerium ein Ministerium und hat insofern nicht eine Alibi-Funktion, sondern ist ein Fachressort im Kanon aller anderen Fachressorts auch. Aber alleine das genügt natürlich noch nicht zu beschreiben, welche wirklichen Einwirkungsmöglichkeiten sind denn vorhanden. Und natürlich ist es ein Querschnittsressort. Das heißt, es müssen Impulse immer in alle anderen Fachressorts hineingegeben werden. Und die Frage, wie verbindlich können dann solche Impulse gestaltet werden, das hängt mit davon ab, welche Grundlagen ich dafür schaffe. In Berlin, nochmal, unser Integrations- und Partizipationsgesetz ist eine gesetzliche Grundlage. Auch im Umweltbereich sind ja auch mit der aufkommenden ökologischen Bewegung erst bestimmte Rahmengesetzgebungen oder Verordnungen etc. entstanden. Und das muss sich in der Tat so entwickeln. Ich würde gerne noch einen Aspekt zur Quote sagen, weil es kann man sagen, es gibt ja immer einen richtigen Zwiespalt mit der Quote. Also die über Quoten in bestimmte Funktionen kommen, sagen immer, ich will keine Quotenfrau sein, ich will keine Quotenmigrantin sein. So, das ist immer, und wenn man heute auch junge Frauen hört, also viele sagen ja, nee, gar nicht. Ich glaube sehr wohl, dass die Quote immer einen steuernden und regulierenden Einfluss hat. Da kann man nur sagen, ja, da gibt es ja gar nicht genug. Also ich weiß das auch aus unseren Parteistrukturen hinein, bevor man keine Frauenquote hatte, gab es eben also niemals die passenden Bewerberinnen. Und heute ist es auch nicht immer einfach, weil es immer noch ein Zweidrittel-Eindrittel-Verhältnis der Mitgliedschaften ist. Aber trotzdem ist natürlich die Bemühungsanstrengungen ganz andere, wenn ich weiß, ich muss auch einer Quote gerecht werden. Ich wollte diese Diskussion nicht eröffnen. Ich persönlich denke auch, dass das notwendig ist, auch auf diesem Feld, weil so nur das Bewusstsein von den Personen, die Entscheidungen treffen, auch gestärkt wird. Sie werden gezwungen quasi. Das ist dann halt so. Wenn es nicht anders geht, dann ist es so. Ich wollte nur diese Diskussion jetzt hier. Ich glaube, die Quote, die bringt jetzt temporär, glaube ich, fühlt sie sich komisch an. Ich glaube, Quote bedeutet immer eine Investition in die Zukunft. Ich glaube, wenn wir heute die Quote, egal ob das jetzt damals die Frauenquote war oder jetzt die Migrantenquote, wir werden, glaube ich, in 20 Jahren dann die Früchte der Quote ernten. Du bist deinen Weg gegangen, deinen erfolgreichen Weg ohne Quote. Hast es geschafft. Welche Chancen hast du genutzt, die vielleicht andere nicht genutzt haben oder die anderen nicht geboten waren? Wenn ich zurückschaue, sehe ich, dass ich ziemlich gute Netzwerke hatte. Ich hatte Freunde, die ich ansprechen konnte und Bekannte, die ich fragen könnte, was passiert denn eigentlich in so einem Assessment Center für Richtereinstellungen? Und die konnten mir genau, weil sie es selber auch durchlebt hatten, genau sagen, was sie erlebt haben, sodass ich a, psychologisch vorbereitet war, aber auch in gewisser Weise fachlich vorbereitet war. Ich denke, ein Aspekt ist wirklich, dass ich genutzt habe meine Netzwerke. Das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, dass ich eben, also gut, ich war auch älter, aber ich hatte immer Menschen um mich herum, die im öffentlichen Dienst schon gearbeitet haben. Ich wusste also, das gibt es. Es gibt gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss und ich muss schauen, dass ich diese Voraussetzungen für mich persönlich auch als Einstellungsvoraussetzung erfülle. Das waren, glaube ich, die beiden großen Aspekte, die mir geholfen haben, als ich den Job erhalten habe. Und ich denke auch, dass das bei unserer Nachwuchsförderung oder wie auch immer man das nennen will, zwei Aspekte sind, die man gezielt auch, an denen man gezielt arbeiten muss. Also das A, die jungen Leute, die nachwachsen, wissen, die und die Option habe ich und B, aber auch gleich wissen, das ist mein Ansprechpartner, den ich gegebenenfalls fragen könnte, welche Voraussetzungen ich erfülle muss oder wie ich sie zu erfüllen habe. Das ist, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Jetzt haben wir ja schon mehrmals über den Vorteil von Netzwerken gesprochen. Netzwerke helfen offensichtlich, weiterzukommen. Wäre es denn nicht Zeit, ein Netzwerk zu gründen mit Vorbildern, mit migrantischen Vorbildern und dem öffentlichen Dienst, dass man da zusammenarbeitet. Sie sind vielleicht angewiesen auf die
Erfahrungen, auf den Hintergrund, auf das Wissen, auf natürlich auch die Biografien der Migranten. Und auf der anderen Seite hätten Sie dann auch direkt aus dem Leben und aus der Praxis sozusagen die Menschen, die Sie direkt kontaktieren könnten. Das wäre doch zum Beispiel eine Maßnahme. Also voll und ganz. Natürlich ist es an der Zeit, genau diese Verbindungen, Netzwerke von Vorbildbiografien auch in diese Vielfalt der Gesellschaft hinein zu pushen, das also bekannt zu machen. Das ist, und wir bemühen uns in unserem Hause eben, wie gesagt, in Zusammenhang mit Stiftungen auch diese Wege, leistungsorientierte Förderung, das heißt, jemand will was in einer Gesellschaft und das sind dort eine spezifische Migrationsförderung zu machen. Also das sind eben nicht sehr viel weniger als, sagen wir, im deutschen oder inländischen Bereich Menschen, die aus bildungsorientierten Elternhäusern kommen, sondern die guten, leistungsorientierten findet man prozentual von den Leistungsorientierten im Migrantenbereich auch eher, die, sagen wir mal, nicht so viel Glück und Voraussetzungen aus dem familiären Kontext hatten. Ich sage ja daraus, Migration an sich ist schon etwas, was persönlichkeitsbildend und natürlich mit bestimmten Rahmenbedingungen, die auch da sein müssen, aber dann eine Stärke und wirklich eine Ressource ist. Und das meine ich ja auch, dass das noch viel mehr erkannt werden muss. Aber diese Netzwerke auch im Hinblick darauf zu motivieren, Begleiter zu sein, Patenschaften zu bilden, diese eben möglicherweise nicht vorhandene, selbstverständliche, auch Freundes- oder familiäre Möglichkeiten, sich zu beraten, wie verhalte ich mich denn da, was mache ich da und Partner zu bilden, das denke ich, ist wirklich eine sehr lohnenswerte Sache. Jetzt möchte ich aber mal eine Lanze brechen für die bildungsfernen migrantischen Familien, weil aus denen kommen nämlich auch erfolgreiche Kinder. Genau, das um noch mal zu betonen, also es ist vielleicht ein wenig einfacher, wenn man einen Oberstudienrat als Vater hat und zu Hause die Bibliothek gleich um die Ecke ist, als wenn man Arbeitereltern hat und wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, die nächste Bibliothek aufzusuchen. Aber nichtsdestotrotz sollten gerade alle, egal ob nun bildungsnah oder bildungsferne Eltern, alle Kinder die gleiche Chance bekommen, auch in einem Land, gerade in einem Land wie Deutschland, auch die gleichen Aufstiegschancen zu erhalten und die Chancengleichheit zu erhalten. Ich möchte nun Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu stellen, wenn Sie denn welche haben. Und bitteschön. Erstmal möchte ich Sie aufklären, es gibt schon einen Bürgermeister in einer Kleinstadt im Rheinland, der kommt aus Afrika und der ist Bürgermeister. Stimmt. Und der repräsentiert die Kleinstadt im Rheinland sehr gut. Stimmt, da hatte ich sogar schon mal was drüber gelesen. Ich habe den Artikel zu Hause. So, jetzt geht meine Frage erstmal an die sehr geehrte Frau Klepper. Ich möchte gerne wissen, ob auch Migranten und Kleinkinder in der Kita gefördert werden, ob man die beachtet und auch in der Grundschule. Wie ist da? Es gibt doch auch sehr viele Migrantenkinder in der Grundschule, werden die da auch befördert und nicht benachteiligt? Und was tut man dafür? Und zweitens möchte ich noch eine Stufe zurückgehen. Es gibt ja auch sehr viele Asylanten, die hier nach Deutschland kommen. Entweder die vor Natur ausgeflüchtet sind oder politisch geflüchtet sind und die hier ihre Bleibe suchen. Tut man auch sehr viel was für die Asylanten? Hilft man denen hier beim Formular ausschreiben für die Ämter, wenn sie hier sich anmelden wollen? Was macht man dafür?
Frühförderung, Schule? Ja, Frühförderung und Schule, ja, eindeutig. Wir fördern und ich kann Ihnen das vielleicht am besten darüber nahe bringen. Wir haben ja in unseren Kindertagesstätten ein Bildungsprogramm und dieses Bildungsprogramm umfasst natürlich die musische Förderung, die Bildungsförderung im Sinne von Neigungsförderung, aber motorisch auch und geistig und so weiter. Also hat verschiedene Teile von Förderung, die besonders betrachtet wird. Und darin ist sicher auch ein Teil der Sprachförderung. Aber ich sage, es ist nicht alleine auf eine Sprachförderung zu, ich sag mal jetzt, reduzieren, sondern wichtig ist, dass wir in den kleinen Kindern die Neugier auf das Unterschiedliche schon mit vermitteln. Und das ist ein Teil der frühen Förderung. Das heißt, dass in den Kitas aus den Elternhäusern Bilder mitgebracht werden, dass bestimmte Rituale besprochen werden und die Unterschiedlichkeit dargestellt wird und darüber eine Grundhaltung des Neugierigen oder später Selbstverständlichen, dass wir eine unterschiedliche Welt sind und eben es weder bedrohlich ist, wenn etwas anders ist als ich selber oder ich es noch nicht verstehe. Und das wird ganz früh zugrunde gelegt. Und das ist ein Teil dessen, was wir in unseren Kindertagesstätten mit versuchen. Und in der Schule, selbstverständlich, geht es dann auch darum, sowohl was die Leistungsmöglichkeiten der Förderung angeht, da spielt natürlich dann das Kognitive und die Sprachförderung noch eine viel größere Rolle und darin eben auch die Netzwerke zu bilden, aber eben auch Möglichkeiten zu bieten, wo geübt werden kann in Gruppen, die letztlich dann auch zu besseren Leistungsverhalten führen sollen. Und die Frage der Asylbewerber würde ich, sagen wir mal, für meinen Teil insbesondere auf die Gruppe, also bei uns im Hause sind wir für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zuständig, also die ohne Eltern hier ins Land kommen. Und wir versuchen die genau wie alle anderen Kinder als einen Teil der Jugendhilfe zu begreifen und ihnen darin auch die Förderung zuteil werden zu lassen, dass sie also auch sehr schnell in die Schule gehen können und damit auch auf die Zukunft bezogen eine wirkliche Möglichkeit haben, in die Gesellschaft hineinzukommen. Ja, ich möchte gerne an der Frage anschließen, weil Sie vorhin auch zu Recht gesagt haben, wie wollen wir die multikulturelle Gesellschaft widerspiegeln und die Stärkung der Kinder, glaube ich, und zwar aller Kinder, also auch für diese Gesellschaft viel zu machen. Dann gibt es ja ganz wichtige Stakeholder, das sind die Erzieherinnen und die Lehrerinnen und Lehrer. Und wie werden sie fit gemacht? Weil ohne sie läuft es ja auch nicht. Also inwiefern werden sie darauf vorbereitet, also Curricula zu schreiben, ist die eine Sache, aber auch Leute, die das umsetzen können, auszubilden, sie dann auch entsprechend zu haben, ist die andere Sache. Und wie sieht es aus, dass zum einen in der frühkindlichen Erziehung die Kompetenz derjenigen, die das auch umsetzen sollen, und in den weiterführenden Schulen? Ja, also man könnte sagen, interkulturelle Kompetenz ist ja sowohl in den Ausbildungsinhalten wie auch in der Fort- und Weiterbildung im Erzieherinnenbereich, wenn ich den jetzt mal herausgreife, ein wesentlicher Punkt. Hört sich erstmal gut an, aber die Frage ist natürlich, wie erwirbt man interkulturelle Kompetenz? Das heißt, es braucht Auseinandersetzungen oder Reflexionen unterschiedlicher Menschen und dazu brauchen wir auch die aus
anderen Kulturkreisen kommen in einem Kommunikations- und Verständigungsprozess. Deshalb wollen wir auch in unseren Kindertagesstätten unterschiedlichste Erzieherinnenherkünfte haben, weil das ein wesentlicher Ansatzpunkt dafür ist, dass zu lernen im Sinne von Erfahrung machen und in sich aufnehmen können. Und die Reflexion hier hört ja sowieso, ist ein wesentliches Moment im pädagogischen, erzieherischen Geschehen. Und jeder, der in dieser Profession tätig ist, muss dieses im Rahmen seiner Ausbildung lernen. Und da ist diese Frage Kompetenzerwerb, sich klarzumachen, worauf basieren mein Wertesystem, meine Haltungen, die sich entwickeln haben, welche Erfahrungen, welche spezifischen habe ich gemacht, die also und was kommt neu und anders durch Reflexion und Kontakt mit anderen Menschen auf mich zu. Letztendlich zu beschreiben, dieses bewusst zu tun, ist ein wesentlicher Teil unserer Fort- und Weiterbildung. Ich möchte das jetzt mal ein bisschen runterbringen. Ich war fast 40 Jahre in der Berliner Grundschule. Und Sie können noch so viel, ist jetzt überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint, noch so viele Verordnungen und Verfügungen erlassen. Wenn bei den Kita-Erzieherinnen und den Grundschullehrern nicht das Herz für die Kinder brennt, ich sage es mal ganz einfach, dass ich möchte... Danke, dass die was lernen, ja? Also das wäre jetzt alles zu persönlich. 1971 kam das erste türkische Kind an meiner Schule. Das war alles total normal. Die wurden zum Geburtstag eingeladen. Und mir jetzt sind es, ich bin in Charlottenburg Lehrerin gewesen und bin pensioniert mit 50% Migranten. War auch kein Problem, weil da, das dürfen Sie jetzt auch nicht persönlich nehmen, Edeltürken dabei waren. Das war der, ich hätte am liebsten gefragt, was Ihre Eltern vom Beruf sind. Das stelle ich jetzt mal zurück. Ich möchte noch ein konkretes Beispiel bringen, weil ich dieses alles so, wie hier jetzt geredet wird, ja, hat Frau John schon geredet und Piening und alle reden so und man kann auch ganz tolle Sachen darüber lesen. Also ich sage Ihnen noch, Frau Kleber, mir wird fast schlecht, wenn ich diese Gutachten meiner Enkel lese, ja, Kindergarten, 8 bis 10 Seiten. Ich bin da, also die ich gut kenne, die verstehen das. Die Migrantenkinder verstehen es sowieso nicht. Ich will das nochmal an einem Beispiel klar machen, wenn ich darf. Ich bin befreundet mit einer Sozialarbeiterin, die jahrelang ein Kinderladen in Wedding geleitet, ein Horterzieher eigentlich, also für ältere Kinder. Und da hat mir eine dieser Schülerinnen mal erzählt, wir waren richtig sauer. Nebenan durften die nur malen und spielen und tolle Sachen machen und ich verkneife mir jetzt den Namen, hat immer von uns verlangt, erst die Grammatik, erst die Schularbeiten, also Grammatik ist jetzt zu speziell, erst die Schularbeiten und das lernst du jetzt. Diese, die mir das erzählt hat, ist über Realschule, Abitur und macht jetzt, schreibt gerade ihre Doktorarbeit, also türkischer Migrationshintergrund. Das sind übrigens immer Frauen, wie sie beide. Ich habe ja viele Alis, Mohammeds und Murats unterrichtet, darunter haben auch einige Abitur, aber die Mehrzahl derer, die sich mit Schule, also die was tun, die sind die Mädchen. Ich habe schon bei Frau Jun... Wahrscheinlich ein Bauchgefühl, einfach nein, würde ich jetzt mal sagen. Nein. Dann muss ich doch konkreter werden. Die 15% Schulschwänzer in 5. und 6. Klasse in Neukölln sind fast ausnahmslos muslimische Jungen. Das ist nicht von mir, sondern von auch. Das sind muslimische Jungen. Da habe ich damals schon gesagt, das ist 25 Jahre her. Die Mädchen sind gewohnt zu arbeiten. Die machen auch Hausarbeiten. Da gibt es sicherlich noch andere Aspekte. Ja. Wenn Sie jetzt noch eine Frage haben, ja, stellen Sie doch bitte mal die Frage. Das ist doch mit alle Berufe, von denen Sie vorhin geredet haben, sind mit Abitur.
Richterin, Lehrling. Es kam nur Altenpfleger vor, als nicht. Die viele machen aber keinen MSA. Und die müssen auch zur Schule gehen, was machen. Also ich war jahrelang Chefin, letzter Satz, ich schwöre es. Ich war jahrelang Chefin und im Jugendgefängnis sind Justizvollzugsbeamte mit Migrationshintergrund. Wirklich, das ist doch ein ehrenwerter Beruf. Ja. Also, darf ich sehr gerne, bitte. Erstens, es würde mir in der Seele leid tun, wenn Sie denken, dass ich hier sitze, weil ich Edelmigranten repräsentiere. Mein Anliegen ist ein ganz anderes, sonst würde ich hier nicht sitzen. Ich denke, dass wir in unserer Gesellschaft ein gesellschaftliches Problem haben, egal welcher Herkunft. Und ich versuche, mit anderen darüber zu sprechen, wie wir dieses gesellschaftliche Problem anpacken können. Das ist mein Bestreben. Sollte das nicht rübergekommen sein, dann tut es mir sehr leid, dann habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was hatten Sie gesagt? Das war ja das, worüber wir mit Frau Kleber gesprochen haben, mit den verschiedenen Berufen, Berufsfeldern, die eben nicht nur diese klassischen Berufsfelder repräsentieren, Anwalt, was du eben auch erwähnt hattest, Anwältin, ich weiß nicht, was Ärztin. Mir ist nur der Begriff Verwaltungswirtin nicht eingefallen. Das war es, was ich vorhin sagen wollte. Das ist ein ehrbarer Beruf. Es gibt auch verschiedene andere Berufe, die kein Abitur voraussetzen, die auch kein Studium voraussetzen. Und auch da will ich nicht missverstanden werden. Ich wollte diese Berufe nicht abwerten. Im Gegenteil, ich denke, dass es wichtig ist, dass wir an die nachwachsende Generation herantreten und sagen, diese Berufsfelder gibt es und diese Möglichkeiten hast du. Denn ich denke, dass auch ich selbst kenne viele Berufsfelder nicht, die sich in der Zeit entwickelt haben, die es auch im öffentlichen Dienst gibt. Sollte auch das nicht drüber gekommen sein, dann haben wir uns missverständlich ausgedrückt. Aber ich glaube nicht, dass das missverständlich war. Ich glaube, wir haben schon sehr ausführlich über den öffentlichen Dienst und über die Möglichkeiten im öffentlichen Dienst gesprochen. Kann ich ja auch erwähnen, ich habe Justizangestellte gelernt. Also ich habe auch, und damals hatte ich noch kein Abitur, ich habe mein Abitur dann nach der Ausbildung nachgebracht und ich bin auch keine Edelmigrantin, obwohl ich in Charlottenburg wohne. Wahrscheinlich sind wir Nachbarn. Und wir können uns ja vielleicht gleich nochmal über den Stadtteil Charlottenburg unterhalten. Ich glaube, es geht einfach darum, dass, so, ob nun, wie ich es auch vorher schon gesagt habe, bildungsfern oder bildungsnahe migrantische Eltern, zwei Beispiele, Akademikereltern, Arbeitereltern, und trotzdem sind wir unseren Weg gegangen. Und ich glaube, daran kann man gut erkennen und auch für die Politik gut erkennen, dass es nicht darauf ankommt, aus welcher sozialen Schicht, aus welcher Familie ein Kind stammt oder woher ein Kind stammt, sondern welche Förderung es bekommt. Und das kann auf unterschiedlichen Art und Weisen erfolgen, entweder über die Eltern oder, wie es in meinem Fall, über die Lehrer und über die Kindergarten oder die Erzieher war oder die Nachbarn oder die Mutter der Schulfreundin. Also das sind natürlich alles Komponenten, die eine Rolle spielen beim Werdegang. Und ich glaube, wenn Sie noch Fragen haben, okay. Forderung. Ich bin im Kindergarten und sehe, was da passiert, oder in Grundschulen. Ja, wo gibt es denn die Kontrolle, wenn die Verwaltung nicht guckt, was da passiert? Ich sehe jeden Tag, da passiert gar nichts. Also, vielleicht passiert nicht genug. Aber dass gar nichts passiert, das... Aber das hat doch niemand gesagt. Das habe ich auch gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass häufig die Migrationsförderung alleine auf Sprache reduziert wird. Und die Frage einer interkulturellen Kompetenz in einer Kindertagesstätte, und da habe ich auf Sie reagiert, ist mehr, muss mehr sein, wenn ich... Das ist doch gar kein Widerspruch. Natürlich, ohne Sprache kann man nicht. Deswegen muss Sprachförderung auch ein wesentlicher Teil. Aber alleine es darauf zu reduzieren, ich bestehe darauf, ist nicht das, was ich unter interkultureller Kompetenzvermittlung verstehe. Und was ich so, und jetzt zu Ihrer Frage der Kontrolle. Da ist ja natürlich die Frage, was kann und will ich kontrollieren?
Ich möchte, dass unsere Erzieherinnen alle fort- und weitergebildet werden, um unser Berliner Bildungsprogramm, das diese von mir erwähnten Teilaspekte hat, dass sie das durchdringen, dass sie damit arbeiten können und dass damit die individuelle Förderung von Kindern in einer bewussten Intervention, was ja Pädagogik ist, stattfindet und nicht nur in einer Betreuungs-, also in einer Zuwendungsart, sondern dass ich etwas weiß, was können Kinder in bestimmten Entwicklungsphasen, wo brauchen sie Unterstützungsbedarf, mehr sich zu bewegen, zu sprechen, auf Dinge zuzugehen und. All das als Pädagogin mit jedem Kind, das ich vor mir habe, zu sagen, das ist die Situation, wie es zu mir kommt und das fördere ich im nächsten halben Jahr. Und dazu haben wir auch Instrumente entwickelt. Unsere Sprachlerntagebücher sind ein solches Begleitungsinstrument, in der die Schritte festgehalten würden und auch die Reflexionen stattfinden, um die Steuerung gezielt auch tun zu können. Das ist ein Prozess, der in die Fläche entwickelt werden muss, der in unsere Ausbildung nicht umsonst, sagen wir, für die Ausbildung einer Erzieherin wollen wir heute entweder einen mittleren Schulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Erst dann kann man zum Erzieherinnenberuf oder schon im akademischen Grad mindestens einen Fachhochschulabschluss mitzubringen. Das heißt auch, ja, kann man jetzt auch wieder sagen, ja, wird das dem gerecht? Akademisieren wir damit nicht unsere Berufswelt? Aber das ist ein Spannungsfeld, in dem sich das bewegt. Wenn ich pädagogisch auch, dann muss ich Reflexionsprozesse leisten können, sonst wird es nicht gelingen, dass das, was wir proklamieren mit individueller Förderung, dann muss es auch gezielt sein, weil ich habe nur begrenzte Zeit vor der Schule. Wir wollen ja auch, dass die Kinder möglichst frühzeitig in unsere Kindertageseinrichtungen kommen. Da müssen sie nicht 9 Stunden gleich da sein, aber dass eine frühzeitige auch Förderung einsetzen kann. All das sind Aspekte, die jetzt nicht, wie soll man sagen, mit dem Lineal oder mit dem Abhaken täglich kontrolliert werden. Wie weit sind sie? Also sie hängen davon ab, welche Leitungskräfte und welche ausgebildeten Kräfte haben wir in unseren Einrichtungen. Ich glaube, ein weiterer Aspekt ist ja auch natürlich die Förderung der Kinder, aber auch für die Förderung der Kinder sind die Erzieher zuständig und auch die Lehrer. Und da spielt es natürlich auch eine große Rolle, dass genau die auch die Gesellschaft widerspiegeln und dass nämlich die Kinder in den Kindergärten auch ganz selbstverständlich von Erziehern betreut werden, die einen Migrationshintergrund haben und auch von Lehrern betreut werden bzw. unterrichtet werden, die einen Migrationshintergrund haben. Und ich höre oft von Schulen und von Rektoren, ganz besonders hier in Berlin, die mir erzählen, dass sie migrantische Lehrkräfte eingestellt haben, dass allein schon aufgrund dessen sich die Situation sich auch entspannt hat. Es gibt viel mehr Kommunikation innerhalb der Klassen, aber auch mit den Elternschaften. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man mag das als negativ auffassen, aber es gibt Eltern, die die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen und wenn sie dann in die Schule kommen und dort ist niemand, der ihre Sprache spricht und der vielleicht in der Lage wäre, die Fragen zu beantworten, die dann einfach nicht kommen, die dann zum Elternabend nicht kommen, nicht weil sie ihre Kinder nicht wichtig sind, sondern weil sie einfach auch die Befürchtung haben, sich nicht ausdrücken zu können. Und ich glaube, diese kleinen Barrieren, das sind ja diese alltäglichen kleinen Barrieren, die wir vielleicht als Gesellschaft und auch im Kleinen auch erstmal überwinden müssen, um dann irgendwann vielleicht dann in der Zukunft das ganz Große zu sehen und dann irgendwann dann mal solche Veranstaltungen wie heute auch gar nicht mehr nötig sind, weil es ganz selbstverständlich sind, dass eine Sheda Emek oder eine ein Mesut Yilmaz oder was auch immer ganz, ganz tolle Beispiele dafür sind in diesem Land, und die Chancen in diesem Land genutzt zu haben und ihren Weg gegangen zu sein. Und ich würde gerne nochmal auf Sheda kommen. Du hattest gesagt, dass dir sozusagen Deutschland eigentlich mit dem System und mit dem Leistungsprinzip dir geholfen hat,
dort zu stehen, wo du heute bist. Wie hast du das gemeint? Ich habe gesagt, dass ich ein Produkt des deutschen Leistungssystems bin. Ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. oder das Schulbildungssystem. Du hast ja schon sehr viel dafür auch selber getan. Ja, klar, ich bin immer sehr fleißig gewesen. Das ist sicherlich auch so. Das ist vom Naturell her bedingt, denke ich mal auch. Aber es ist schon so, dass das, worauf was Sie vorhin ansprachen, dass es natürlich im deutschen Schulbildungssystem bisher noch so ist oder jedenfalls zu Zeiten, als ich zur Schule gegangen bin, dass es jedenfalls nicht schädlich war, wenn die Eltern, wenn aus dem Elternhaus schon mal jemand eine Schulbildung hatte oder schon mal an der Universität war. Du formulierst das immer so schön vorsichtig. In Watte gepackt. Ja. Man kann doch einfach auch sagen, dass Akademikereltern viel häufiger oder die Kinder von Akademiker viel häufiger aufs Gymnasium kommen und auch Gymnasialempfehlungen bekommen als Arbeiterkinder, egal ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Genau. Übrigens, ein Mohammed und ein Ali sind genauso diskriminiert wie ein Kevin oder eine Chantal. Das gibt es auch Studien zu. Also Maximilian hat auf jeden Fall bessere Chancen als ein Kevin. Und deswegen weiß ich nicht, ob wir dasselbe gemeint haben. Also ich meinte nicht, dass Deutschland mir geholfen hat, sondern dass ich quasi in diesem System dem System entsprochen habe. Was ich nicht gut finde. Also wo ich denke, dass wir dran arbeiten müssen. Was genau? Das würde mich doch jetzt mal interessieren, das System. Naja, das soziale Hintergrund, egal ob nun mit Migrationshintergrund oder ausländischen Eltern oder nicht, dass sozialer Hintergrund in Deutschland immer noch eine sehr große Rolle spielt bei der Schullaufbahn und auch bei der späteren Berufswahl oder beim Berufsstart. Das, denke ich, ist etwas auch eines der Felder, an denen wir arbeiten müssen, unabhängig davon, ob es um Migration und Nicht-Migration geht. Ein paar Fakten. Kinder von Migranten müssen bei gleicher Qualifikation 3 bis 4-mal so viele Bewerbungen schreiben wie Kinder von Urdeutschen. Die Arbeitslosenzahl der Akademiker mit Migrationshintergrund liegt fast 3-mal so hoch gegenüber den Urdeutschen. Wir klagen über Fachkräftemangel und erkennen die Berufs- und Bildungsabschlüsse von 300.000 qualifizierten Menschen mit Migrationshintergrund nicht an. Sind das nicht die Fragen, die eigentlich erstmal geklärt werden müssen? Also ganz sicherlich liegt da noch eine Quelle, die bearbeitet werden muss. Und wann? Die auch, wann? Ja, also da wird der Druck ganz sicher größer werden. Und da bin ich überzeugt, dass das noch ein wirklicher Schub werden wird dort in der Frage. Also es ist ja ein höchst kompliziertes System, die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Also ich sage Ihnen, wer sich da hineinbegibt, was da alles verglichen wird und hochkomplex und also man muss schon ein Kennerin der Materie sein, um da durchzudringen in der Frage, was kann man was ist vergleichbar, was ist dann sozusagen mit dem gleichen akademischen Grad zu versehen, etc. und so. Aber das wird einen Entwicklungsschub bekommen, weil wir dort eben wirklich diese Bedarfe haben. Und dann hoffentlich auch so, dass damit, wie soll ich sagen, der Drang, alles ganz bis ins Detail vergleichen zu müssen, vielleicht auch etwas in den Hintergrund tritt, ohne dass man natürlich sagt, es muss schon eine Qualifikation abbilden, aber darin eben auch man etwas großzügiger oder etwas, wie soll man sagen, nicht so diese Schwere hat, zu sagen, also wenn das dem nicht ganz entspricht, dann kann das gar nicht der hier gültigen Qualifikation entsprechen. Also dort werden auch, oder in diesen Ländern werden auch Kinder unterrichtet, ausgebildet und insofern hat es schon immer ein bisschen, wo wir sehr festhalten an bestimmten Voraussetzungen. In der Altenpflege ist es übrigens ganz einfach, da geht's.
Also gewisse Bereiche sind jetzt nicht so hochkomplex. Aber das ist ja schon der Bereich, wo wir also eklatanten Mangel haben. Und genau da geht es jetzt. Und das wird sich bewegen, da bin ich mir sicher. Okay, aber vielleicht könnte ein Nahziel sein, das Erste, was du genannt hast, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländischen Wurzeln oder wie auch immer man das nennen will, wenn die sich bewerben, dass man da zumindest erstmal versucht, die zu fördern. Bei den Einstellungstests, bei den Einstellungsverfahren genau zu gucken und zu sagen, also 20% der Leute, die wir einladen, 30% der Leute, die wir einladen, müssen aus den Bewerbern bestehen, die ausländischen Hintergrund haben. Mit gleicher Qualifikation. Natürlich, selbstverständlich. Aber das ist, es ist gar nicht so, dass es die nicht gibt. Sondern möglicherweise fehlt bisher das Bewusstsein und dann muss man die Person einfach mal einladen, vor sich sitzen haben und befragen und dann gucken, was sie aus dieser Situation macht. Aber wenn die vorher schon rausgefiltert wird, hat sie überhaupt noch nicht mal die Chance, sich darzustellen. Da wären wir wieder bei der Frage Quotenaspekt. Also sobald man Quoten hat, wird automatisch anders eingeladen. Also dann ob bewusst oder unbewusste Prozesse, dann würde man sagen, okay, ich breite mal das Spektrum hier vor mir aus und gucke mir dann anders an. Also ja, insofern hat Quote immer auch einen steuernden Aspekt, der wichtig ist. Haben Sie noch Fragen an unsere Gäste? Also für uns ist es ja natürlich immer ganz wichtig, die Vorbilder auch nach vorne zu schieben, weil wir auch zeigen wollen, es geht, es lohnt sich auch. Mich würde einfach aus der Erfahrung von Sheda auch interessieren, in deinem Netzwerk, in deinem Bekanntenkreis gibt es ja auch sicher qualifizierte Leute, die es nicht geschafft haben, einfach zu verstehen, wo, also aus den Geschichten, die wir oft nicht hören. Wir hören sehr oft Geschichten des Erfolges, weil das wichtig ist, aber die Geschichten des Scheiterns hören wir oft nicht. Deswegen interessiert mich, woran scheitern viele? Weil wir von strukturellen Barrieren reden, die Barrieren, die auch beseitigt werden müssen, sollen. Wo sind die Barrieren, die du siehst, auch wenn du sie nicht selbst persönlich erlebt hast, aber die viele Leute zum Scheitern bringen? Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die nach mir Examen gemacht hat, die auch gerne im öffentlichen Dienst tätig sein wollte und das eigentlich immer noch gerne möchte, die gerne in einer Ordnungsbehörde arbeiten möchte, aber entweder überhaupt nicht zu den Bewerbungsverfahren eingeladen wird oder aber wenn sie da ist, hat sie, so ihres Schilderungs, hat sie das Gefühl, die Fragen sind so voreingenommen, dass die Leute denken, naja, die passt hier nicht her. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele sich nicht bewerben oder aber nicht genommen werden. Also, dass da schon ein gewisses Bild existiert von der Person. Das muss nicht immer so sein, aber es ist sehr häufig so, dass die Fragensteller schon ein gewisses Bild von einer Person haben. Mit Vorurteile auch aufgrund ihrer Herkunft. Ja, sie wird nicht direkt gefragt, aber ja. Wie reagieren eigentlich die Menschen auf dich? Ich meine, du repräsentierst ja als Richterin dieses Land, Bundesrepublik Deutschland. Wie sind ein die Bundesland, Reaktionen? Nicht die. Naja, aber natürlich aber im Namen des Volkes. Unterschiedlich. Also als Verwaltungsrichterin repräsentiert man natürlich immer so die staatliche Seite und es ist, beide Seiten sind erstaunt. Also es passiert sehr häufig, dass jemand in den Gerichtssaal tritt und mich sieht in Robe und erstmal erstaunt ist und es nicht zuordnen kann. Manchmal ist es so, dass Menschen denken, habe ich den Eindruck, dass es ein gewisses Vertrauensverhältnis ist, dass sie denken, die versteht mich jetzt, wenn ich etwas sage. Etwas, was vielleicht nicht im deutschen Alltag nicht normal ist, dass ich den Hintergrund verstehe. Das ist sicherlich auch so, dass ich gewisse Hintergründe mir nicht erklären muss, sondern ich die Zusammenhänge auch verstehe. Es gibt aber, also das Schockierendste, was ich mal erlebt habe, war, da ist jemand von einer
Staatsangehörigkeitsbehörde gekommen und hat gesagt, und es ging um Staatsangehörigkeitsrecht, und dann hat er gesagt, ach, der Name war schon so merkwürdig, Sie sind ja Türkin. Das hat ihn aber als Jurist dann für mich disqualifiziert. Aber das sind so unterschiedliche Reaktionen, die man dann hat. Da muss man mit umgehen. Also das ist einfach der Alltag und man muss versuchen, damit umzugehen. Und wie gehst du damit um? Eher spielerisch. Also wenn ich mich jedes Mal aufregen würde, würde ich kurz vor dem Herzinfarkt stehen. Bei allen jetzt, ja. Bei dem Herrn habe ich gesagt, ich hoffe, dass Sie das Staatsangehörigkeitsgesetz gelesen haben, bevor die Sitzung beginnt, da wir ja doch über das Gesetz sprechen werden und seine Anwendung, etwas lehrerhaft. Unterschiedlich. Man muss sich eine gewisse Portion Humor bewahren. Aber das gilt für alle Personen, mit denen ich dienstlich zu tun habe. Noch Fragen? Noch? Ah doch, ich wusste es doch. Ja, eigentlich keine Frage, sondern eher eine Bemerkung. Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, wie man sich mit den Dingen auseinandersetzt. Mein Bild zu ausländischen Mitbürgern hat sich in den letzten Jahren wesentlich gewandelt. Ich sehe das heute wesentlich liberaler. Und ich erlebe es ja auch ganz einfach in der Praxis, wenn ich zur Bank gehe, habe ich da vielleicht eine ausländische Beraterin und denke da überhaupt nichts Nachteiliges mehr. Und beim Arztbesuch eventuell auch. Oder wenn man in eine Klinik kommt, da wird man sehr häufig auch von ausländischen Ärzten behandelt. Und ich denke, wie bin ich zu dem Ergebnis gekommen? Weil ich mich mit der Thematik beschäftigt habe. Und ich denke, das sollte eine Aufgabe sein, die wir haben. Und da sind Sie gerade, Frau Akün, die Sie ja mit den Medien zu tun haben, aufgerufen, in den Medien darüber zu berichten. Und ich denke, dass es sehr von Vorteil wäre, über Vorbilder zu berichten, die dann eben auch mal der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Also Menschen, die es geschafft haben, die etwas geschafft haben, die auch darauf stolz sind. Ich komme beispielsweise aus einem Arbeiterfamilienhaushalt und habe es allerdings wirklich erfahren, was Sie eingangs sagten, zu meiner Zeit, ich gehöre ja zu der Bugwelle, das habe ich hier gelernt, der Mitte 50-Jährigen, zu meiner Zeit bin ich sehr gefördert worden in der Schule. Also die Pauker, die haben uns schon mitgenommen. Es gab Lehrmittelfreiheit. Es gab Silenzien für Schüler, die Probleme hatten. Sicherlich war auch vom Zuhause her da ein gewisser Druck, etwas zu machen. Da fände ich es positiv, wenn häufiger in den Medien berichtet wird, dass sich daraus auch Karrieren ergeben. Ob die im öffentlichen Dienst sind, ob das Menschen Deutschen oder auch welcher Herkunft sind, entscheidend ist, dass sie bei uns leben, Nachbarn sind, Mitmenschen sind, Mitglieder unserer Gesellschaft. Genau. Ja, ein wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Eine kleine Anekdote noch zu Vorbildern. Sie haben es gerade angesprochen, es muss nicht nur öffentlicher Dienst sein, es müssen keine Akademiker sein. Ich habe selber diesen sogenannten Migrationshintergrund, der kommt mir schon wirklich wie eine Krankheit vor, eine chronische. Aber ich bin ja auch nicht gefeit vor Vorurteilen und Klischees. Ich war am Potsdamer Platz in den Arkaden und war dort hinten in dem Modegeschäft Zara, ich nenne den Namen jetzt mal. Und irgendwann kam ich zur Kasse und wollte etwas umtauschen und dann sagte sie, ja, da muss ich die Filialleiterin holen. Und dann kam die Filialleiterin und es war eine Türkin, eine türkischstämmige. Und sie hieß Funda Ateş oder irgendwie sowas. Und ich habe eine Sekunde überlegt, da habe ich gesagt, natürlich,
Selbstverständlich, warum denn auch nicht? Und das ist auch eine Karriere, eine Filialleiterin einer großen Modekette zu sein. Und eine Woche später ist mir das Gleiche passiert. Ich habe nichts umgestellt, sondern ich habe einfach nur gehört, wie die Durchsage war. Und ich dann mitbekommen habe, dass bei H&M die Filialleiterin, und zwar am Kudamm, Ecke Joachimsthaler Straße, auch türkischer Herkunft war. Also das sind auch Karrieren, das sind auch Vorbilder. Und ich glaube, gerade im Alltag, wenn wir durch diese Modehäuser und durch diese Kaufhausketten laufen, mit oder ohne Migrationshintergrund, und wir sehen diese Gesichter, die uns vielleicht manchmal ein bisschen dunkel vorkommen oder auch anders vorkommen oder auch vielleicht auch fremd vorkommen, wie auch immer, wir sehen dadurch die Normalität in unserer Stadt, in unserem Land, und vor allen Dingen auch die Normalität, dass diese Menschen auch dort angekommen sind, nämlich mitten in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, dass wir da weitermachen können, und meine Verantwortung gegenüber den Medien oder beziehungsweise was in den Zeitungen steht, der bin ich mir bewusst. Und wenn ich es heute Abend noch beim Essen schaffe, Scheda zu überzeugen, mir mal ein Interview zu geben oder dass ich ein Porträt über sie schreiben darf, dann möchte ich das sehr gerne machen. Aber wie gesagt, ich hatte es ja anfangs schon gesagt, Scheda zieht sich da ein bisschen zurück, und verständlicherweise, weil sie sagt, ich möchte aufgrund meiner Fachkompetenz wahrgenommen werden und nicht aufgrund meines Migrationshintergrunds, auch eine sehr eigenwillige Einstellung, aber auch eine gute Einstellung. Und mal sehen, vielleicht kriege ich sie doch überredet. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.